Hey, hey, Leute, wir spielen die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel 2. Return to Mysterious Island 2. Es geht weiter. Ja, nachdem wir ja schon spannend den ersten Teil gespielt haben, wollte ich euch den zweiten Teil nicht vorenthalten für alle, die den ersten Teil halt gut fanden. Und die anderen haben jetzt wohl Pech. Die schauen sich das vielleicht dann nicht an. Aber ich hoffe, dass ihr es euch anschaut. Und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid, da die Rätsel ja doch nicht so ohne immer waren im ersten Teil. Und ich bin sehr gespannt, was der zweite Teil so für uns übrig hält. Der Entwickler ist der Cheops Studio, habt ihr ja gerade gesehen. Also dasselbe Programm eigentlich wie beim ersten Teil. Und Publisher ist Midway Games. Das Spiel kommt wohl auch aus dem Jahr 2009. Ist also nicht irgendwie Jahre später erst erschienen, aber trotzdem freue ich mich drauf. Wenn der erste Teil gut ankam, haben sie sich wohl gedacht, machen wir noch einen zweiten Teil. Und den wollen wir jetzt zusammen spielen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich schon. Viel Spaß! So, Profil auswählen, um das Spiel sofort zu beginnen. Oder klicke auf die Schaltfläche Zusammenfassung, um eine Übersicht über den ersten Teil von Return to Mysterious Island zu erhalten. Ja, wollen wir eine Übersicht sehen oder nicht? Wir gucken uns nochmal eine Zusammenfassung zusammen an und dann geht's los. 21. Jahrhundert. Auch im Satellitenzeitalter ist Mysterious Island weiter unentdeckt geblieben. Bis zu dem Tag, an dem ein Sturm eine junge Schiffbrüchige an den Strand spült. Mina. Mina gelingt es, ohne Waffen und Werkzeuge zu überleben. Sie nimmt einen kleinen Affen namens Jeb auf. Auf der Insel zeugen Ruinen von anderen Verschollenen, die etwa vor 150 Jahren hier gewesen sein müssen. Aber das ist noch nicht alles. Jahrelang diente diese unbekannte Insel dem berühmten Captain Nemo als Unterschlupf. Eine Unterwasserhöhle war lange Zeit Heimathafen seines U-Boots Nautilus. Um sich von der Welt abzuschirmen, baute Nemo einen Schildgenerator. Dieser hält noch immer den Schirm aufrecht, der Mina am Absetzen eines Notsignals hindert. Captain Nemo starb einsam. Mina findet seinen Leichnam und bettet ihn zur ewigen Ruhe. Mithilfe der Aufzeichnungen des Kapitäns gelangt die junge Frau trotz Fallen und Wächterrobotern ins Innere der Nautilus. Der letzte Roboter hält sie für Captain Nemo. Mina macht sich diese Verwechslung zunutze und befiehlt dem Roboter, den Schild zu deaktivieren. Sofort bricht der Schirm zusammen. Die Kommunikation nach außen ist wieder möglich und Hilfe ist bald unterwegs. Ach ja, so war das im ersten Teil. Wisst ihr noch? Ja, ich weiß es noch. Und ja, was kann ich jetzt hier wählen? Ist es jetzt egal, was ich jetzt hier nehme? Ich nehme hier mal so einen grünen Zweig. Du hast ein Profil ausgewählt. Möchtest du es bestätigen? Ja, dann nehme ich hier den grünen Zweig mal. Was auch immer das heißt. Delta 4, hier ist Romeo 5. Die Insel ist mindestens 30 Kilometer lang. Im Westen erhebt sich ein Berg. Habe den Zielbereich erreicht. Ich kann das Mädchen sehen. Verschollene zusammen mit ihrem Affen an Bord. Meine beiden Passagiere sind in guter Verfassung. Kehre zur Basis zurück. Ende. Thank you.
Oh Gott. Nein, wir sind abgestürzt. Die ist da gar nicht raus. Oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Kannst du dich mal hier rausholen? Mina, wach auf jetzt. So, ich hab, genau. Nochmal, schnall dich mal ab hier. Kannst du da nochmal irgendwas machen? Nö, da kannst du nichts machen. Was mit Jeb? Oh Gott, Jeb. Was mache ich denn jetzt? Was? Hallo? Irgendwie hier habe ich doch schon alles gemacht, oder nicht? Oh Gott, ist das spannend! Oh Gott, der Helikopter ist abgestürzt. Aber da tut sich hier nicht viel. Kann ich hier irgendwie einen Schalter noch betätigen? Irgendwelche Knöpfe? Yep! Oh, unser neues Menü. Oh, das sieht ja auch heiß hier aus. Yeppie. Nenn ihn trotzdem Jeb und nicht Jeb. Was kann ich denn mal machen hier? Ja, der erstickt uns hier jetzt. Und ich kann nichts tun. Ich sehe nicht, was ich jetzt machen soll. Das lässt sich nicht bedienen. Ich meine, sie wirkt auch so bewusstlos. Aber vielleicht, er muss halt mal raus aus dem Wasser, aber ich weiß nicht wie. Inventar. Menü. Nee. Wir haben ja auch noch nichts drinne. Rette Mina. Wenn du nicht weiter weißt, sieh dir eine Anweisung an, aber folge ihnen nicht blind. Lass etwas Spielraum für Überraschung und Improvisation. Der Jepp, der erstickt jetzt hier. Und wir auch. Was habe ich denn jetzt hier noch nicht gemacht? Ach so, ich kann doch raus. Das geht? Sag das doch. Ich habe nicht gesehen, dass die Mausanzeige sich änderte. Deswegen dachte ich, wir wären da drin jetzt gefangen. Hey. Mensch, Mina. Was machst du denn für Sachen? Du hast mich aus dem See herausgeholt. Du bist unglaublich. Ein absolutes Phänomen. Ohne dich wäre ich jetzt Fischfutter, Jeb. Der Hubschrauber wurde abgeschossen. Wer war das? Einer von Nemos Robotern? Und du hast den Vulkan ausbrechen sehen? Und dass der Wasserspiegel des Sees angestiegen ist? Das Granithaus muss überflutet sein. Ich habe mein Telefon verloren. Es muss von meinem Handgelenk gerutscht sein. Okay, denken wir mal in Ruhe nach. Sie wissen, dass ich auf der Insel bin und werden mich holen. So viel ist sicher. Ich hoffe nur, dass der zweite Hubschrauber es schafft. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich sitze hier und kann nicht laufen. Jeb, bring mir etwas, womit ich mein Bein verbinden kann. Einen Verband für mein Bein, okay? Ja, klar, der Jeb, der versteht das. Das kennen wir ja schon. So, kümmere dich um Mina. Streicheleinheit. Auf Minas Schulter klettern. Oh, eine Streicheleinheit. Oh, so ein kleines Äffchen, was man knuddeln kann. Ist das nicht niedlich? Mein kleiner Schatz. Oh. Da freut sich der Jeb. So, dann suchen wir mal einen Verband. Ja, du musst jetzt... Armer kleiner Jeb. Sieht aus, als wärst du nicht scharf darauf, ins Wasser zurückzukehren. Ich wollte ja auch eher so ans Ufer, aber gut, dann nicht. Dann gehen wir hier lang. Dieses Symbol, das du gerade gesehen hast, zeigt, dass Jeb etwas gerochen hat. Bewege deine Maus, je näher der Cursor der Geruchsquelle kommt, desto deutlicher wird das Symbol. Dann schnüffel mal. Was haben wir hier? Gegenstand großer durchgebrochener Ast. Mhm. Oh, hier ist ein anderer Affe. Uh-oh. Oh, das ist eine Flinte. Der ist aber böse. Der ist böse. Sehr wütend. Lausen, beruhigen. Einschüchtern, wir beruhigen den mal. Ist dem egal, der ist immer noch wütend. Schüchtern wir den ein.
Okay, auch nicht so toll. Oh, oh! Tada. Oh Gott, jetzt spielen wir einen Affen, alles klar. Dann gehen wir mal hier lang. Guck mal hier, das ist ja unsere selbstgebaute Treppe aus dem ersten Teil. Mensch, ist jetzt in der Kiste was Neues? Hier aus dem schmutzigen Tuch, wenn wir das waschen, können wir einen Verband basteln. Ah, was ist da? Willst du nicht wissen? Oder fragst du dich auch? Weiß ich noch nicht. Was haben wir denn hier in unserer Mühle? Die dreht sich immer noch. Für immer. Irgendwas, was hier rumliegt? Nicht? Truhe ist leer. Gut, dann gehen wir mal zurück. Was ist da? Warte, ich habe doch was... Ja, komm, er ist wieder wütend. Ablehnen. Geben. Aha, wir können dem ein bisschen was geben. Was wir gerade eingesammelt haben. Und? Nimmt das Geschenk oder riecht daran, beruhigt dich. Was? Lausen. Beruhigen. Aber er will nicht. Und wenn wir ihn einfach mal lausen, will er auch nicht. Ja, dann gehen wir wieder. Na, dann nicht. Dann nicht, nimmst du halt unser Geschenk nicht an. Mann, 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 Mann. So, der schnüffelt ja hier auch irgendwas. Weiß nicht, was der hier... Ach, guck mal hier. Blatt von einem Baum. Mhm. Wenn ich da lang gehe, wo kommen wir dann hin? So. Oh, hier haben wir wieder Lehm. Ton. Das kennen wir ja auch schon. Aber es sieht jetzt alles irgendwie viel schicker aus als vorher. Das finde ich gar nicht schlecht. Oh, rohe Eier, weil sie hat ja bestimmt dann auch Hunger und Jepp auch und so. Eine Schlange! Abgestreifte Haut einer Schlange. Beruhigt. Okay. Alles klar. Nix los. Das Ding da oben kennen wir auch noch. Das hing da auch schon im ersten Teil. Und jetzt können wir uns das aber mal richtig angucken. Oh! Oh nein, die Bienen! Nein, wir müssen schnell runter. Geh weg da. Jepp. Mach keinen Scheiß. So, dann gehen wir mal auf die Seite. Heißes, schwefelhaltiges Wasser. Nicht trinkbar. Was haben wir denn hier so Schönes? Mhm. Da ist nichts. Vielleicht ein Stein. Oh, unsere selbstgebastelte Treppe ist kaputt. Und da irgendwas sitzt da drüben. Der Affe ist verzweifelt. Oh nein. Und das Ding liegt hier immer noch. Das hat damals... War das hier mit Fliegen und so. Jetzt liegt da nur ein Skelett. Das ist auch schön. Voll witzig, dass die alte Gegend einfach wieder da ist. Ich dachte jetzt, es wäre irgendwie was ein ganz neues Abenteuer. Aber wir sind ja einfach wieder da, wo sie vorher war. Ist auch voll scheiße für sie. Ist das ganze Abenteuer gemacht. Sie denkt, sie kann endlich weg. Oh Gott, dann ist sie ja nie zum Geburtstag gekommen. Ist sie da ja doch nie hingekommen. Mensch. So, wir sind am Strand. Benzinkanister. Oh, jetzt ist aber hier das nah dran, das Wasser. Algen. Weizen mit Sand vermischt. Hier ist der alte Robo von damals. Was haben wir hier? Eine Schildkröte. Kümmere dich um Mina, damit ihre Energie erzeugt. Okay, vielleicht muss Mina ja auch erstmal kommen und sich dann mit uns hier kümmern. Tonflasche. Gut. Also da kann man nicht hin. Damals konnte man dann... Aber es sieht schon cool aus. Ich finde, es sieht jetzt viel besser aus als vorher. Ist ja auch klar, da ist ja ein bisschen Zeit dazwischen. Hat sich schon wieder grafisch ein bisschen mehr getan gehabt wahrscheinlich über die Zeit. Und das sieht man auch. Und das finde ich toll. Oh nein! Mache ich jetzt? Wo ist denn hier unser Stock? Warte, ich muss hier immer... Muss ich erstmal zurechtfinden. Da, wo sind... Ach so, alles erstmal wieder rein. Der Ast. Pass auf, das geht doch. Oh Mann, oh, damals ging das aber. Da konnte man den Ast einfach draufstecken. Vielleicht hat er den gar nicht ausgerüstet. Ah, jetzt. Hast du ihn jetzt... Nee. Bin verwirrt so. Geht das nicht? Damals konnte man das hier einfach raufstecken.
Ja, dann ist das vielleicht nicht das Richtige oder so. Können wir was kombinieren? Nee. Ton und abgestreifte Haut einer Schlange. Können wir die damit einschüchtern? Oder vielleicht deren Ei geben? Nee, auch nicht? Nee, dann. Wenn nicht, dann gehe ich jetzt einfach mal. Dann gehen wir. Ist mir doch egal, ob da eine Schlange ist. Na und? Tschüss. So, wir gehen wieder zurück. Kannst du nicht das Wasser mal waschen? Da? Red mal mit der Mina. Und Chip, hast du meinen Verband? Streicheinheit, auf Minas Schultern klettern? Dann nicht. So. Geben wir ihr das schmutzige Tuch, aber sie will das bestimmt sauber haben. Und Chip, hast du meinen Verband? Ja. Bitte, Jeb, wasch den Lappen zuerst im See. Habe ich mir fast gedacht. Um Mina etwas zu geben, klicke auf das Geben-Symbol. Genau. Dann nimmst du das jetzt nochmal wieder. Und jetzt ist das gewaschen. Jetzt müsste das doch gehen. Na? Und Chip, hast du meinen Verband? Ja, habe ich. Danke, Chip. Genau das brauche ich. Ich fühle mich schon besser. Aber ich bin noch immer erschöpft. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Wer weiß, welche Abenteuer noch vor uns liegen. Dafür musst du in Höchstform sein. Bringe Jeps Energieanzeige in den grünen Bereich. Nahrung ist dafür bestens geeignet. Sammle Nahrung, öffne dann das Inventar und ziehe sie auf Jeps Porträt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, seine Energie wieder aufzufüllen. Vielleicht hast du schon einige selbst herausgefunden. Ja. Zum Beispiel hier Jep. Nom, nom, nom. Wann geht's dem wieder super? Wie viele Eier soll ich essen? Kann der auch noch was anderes essen? Algen zum Beispiel? Nee. Haben wir noch zerbrochene Tonflaschen? Dann essen wir noch ein Ei. Was? Das bin ich langsam leid. Ich hätte gern mal was anderes. Ach so, okay. Blatt von einem Baum? Tatsächlich. Da stand wieder irgendwas. Was willst du noch essen? Weizen? Weizen mit Sand vermischt? Können wir das irgendwie waschen? Was ist das hier eigentlich? Schmutziger Schwamm. Wasche den Schwamm aus, wenn du ihn säubern willst. Okay. So, jetzt haben wir einen sauberen Schwamm. Problembewältigung. Stolz. Okay, was ist das hier? Auseinanderbauen, lernen. Okay, ich muss mich mit meinem Inventar erstmal wieder zurechtfinden. Jetzt habe ich gerade das andere alles verstanden gehabt vom ersten Teil und ja. Wir müssen jetzt einfach wieder neues Essen finden oder wie? Was? Wird ja eher mal. Hier war doch die Schlange. Ist die wieder hier? Schlänkchen. Wie könnte man die ja auch irgendwie fangen und essen? Was ist das hier? Zunder. Ah. Können wir uns vielleicht ein Feuerchen machen? Dann haben wir das auch schon mal gefunden. Und. Ja. Waren wir hier schon? Nee. Ach, guck mal, da ist der andere Affe jetzt. Oder das ist dasselbe. Getrocknete Zweige. Guck mal, da machen wir ein Feuer. Pass auf, das kriegen wir wieder hin, wie damals. Können wir das kombinieren? Nur Mina kann Gegenstände kombinieren. Ach so. Ach so ist das. Ja, mache ich denn dann? Brauchen was zu essen. Da der olle Affe, der mag uns bestimmt wieder nicht. Aber vielleicht ist das ein anderer Affe. Hallo. Hey.
Betteln? Der hat mir was gegeben. Erster Klick Arm heben, zweiter Klick Schwung sammeln, unterbrechen, dritter Klick zuschlagen. Was? Arm heben. Zweiter Klick Schwung sammeln, unterbrechen. Oh nein, ich habe ihm wehgetan. Mitte verfehlt. Oh nein. Arm heben. Dritter Klick zuschlagen. Kapiere ich noch nicht so. Was? Also heb mal deinen Arm. Arm heben. Aber warum geht denn das nicht? Frucht ist weggesprungen. Ich bin zu blöd. Jawoll! Zu hart, die Frucht explodiert. Ach so. Schlecht gezielt am Ziel vorbei. Na? Zu weich, was? Oh Gott, was ist denn das hier? Total kompliziert. Schlecht gezielt. Na? Oh. Mensch, irgendein Problem ist ja immer. Das war am Ziel vorbei. Das war am Ziel vorbei. Nee. Hm. Ich bin so blöd, das hier. Komm, mach doch mal. Ja, endlich, sie ist offen. Hey, und jetzt noch mal. Wie habe ich das jetzt gemacht? Nee, es muss grün werden. Das war zu doll. Okay. Ausgezeichnet, noch eine offene. Guck mal hier. Das war zu doof. Ja, jetzt kriege ich es langsam hin. Drei offen schon. Das war doof. Ich muss immer warten kurz. Jetzt. Offen. So, wie viele soll ich denn jetzt machen? Das war zu doll. Oh Gott, ich werde hier Fruchtmeister. So. Was jetzt? Einfache Variante spielen. Wie viele soll ich denn machen? Wie viele Stunden muss ich das denn jetzt machen? Ah, schön. Zu doll. Ja, komm. Lass gut sein. Du hast doch jetzt ein paar gemacht. Hier, fünf Stück. Darf ich mir nehmen. Kannst du die essen? Besitz von den Gegenstand, Samen, fünf Stück, sehr nahrhafte Samen, die im Innern der Ölpalmen zu finden sind. Iss mal. Ja, aber vier geben die ja nicht wieder. Hm, jetzt habe ich nur noch zwei Stück, aber anscheinend kann ich halt mal wieder zu ihm hin und mir neue nehmen. Von dem netten Affen. Können wir dem vielleicht jetzt auch mal ein Geschenk machen? Hier? So, komm mal her. Geschenk ihm das mal. Nee, will er nicht. Was willst du denn? Dann kraul ihm, erlaus ihn mal. Als Gegenleistung. Oh, schnuddelig. Das fand er super. Ach, das mag der. Ach, das ist ja ein süßer Affe hier. Einschüchtern, betteln, ja. Jetzt haben wir den gelaust, das fand er gut. Dann haben wir dem irgendwie mal was zurückgegeben. So, in Affensprache. Da oben kann nur Mina hin, das sehe ich schon. Ja, wir brauchen noch mehr Essen irgendwie, aber sind auf einem guten Weg eigentlich. Können wir denn aber schon mal da Zweige hinlegen? Ich muss jetzt auch gleich eigentlich einen Cut machen, aber es macht ja auch Spaß gerade. Warte, das muss zurück. So, dass du da einfach nur das Holz schon mal hinlegst. Dann braucht man es nicht kombinieren. Dann kannst du es einfach
Aber er traut sich nicht. Soll er kein Feuer machen? Na gut. Na gut. Nee, dann wird das wohl nix hier. Ja, schon mal ein spannender erster Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sieht interessant aus. Wir sind immer noch auf der Insel. Wir sind hier niemals weggekommen. Pustekuchen, haben wir uns so gedacht, dass wir das ganze Spiel geschafft haben und Mina jetzt weg ist zum Geburtstag ihrer Schwester. Aber nee, wir sind noch weiter hier. Und mit neuen Freunden und neuen Rätseln und neuen Abenteuern. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.